Djokovic und Novakovic, übrigens der Europameister des letzten Jahres im K1. Die finden wir auf der Bahn 7, genau. Also unterhalb von den Deutschen. Also das noch, die Polen, die das Feld komplettieren. Und jetzt kommt gleich das Signal zum Start. Jetzt werden die Paddel wieder rotieren wie bei einem Hubschrauber. Und da geht's auch schon los. Und da geht's los. Und das sieht sehr gut aus. Ein sehr guter Start von Ronny und Jonas. Volle Kanone. Oh ja. Oben aber die Russen, die sind auch sehr schnell unterwegs. Haben meines Erachtens eine kleine Führung gegenüber den Deutschen. Das sieht's aus. Das ist eine halbe Bootslänge, wenn ich das so richtig sehen kann. Die Polen ganz unten sind auch dabei. Und das wird... Aber Rang 2 oder 3 für Ronald Raue, ja, und Jonas Ems, und aber die Russen haben gewonnen. Die Russen haben deutlich gewonnen. Postrigai und Diatschenko haben diesen letzten Vorlauf über 200 Meter gewonnen, haben hier das Feld beherrschen können. Ronald Raue und Jonas Ems haben alles versucht, aber es hat nicht ganz sollen sein. Aber das macht nichts. Alle gehen ins Halbfinale, außer den Letztplatzierten in diesem Rennen. Und das sind wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, wer war das? Die Kasachen? Oder waren es die Rumänen? Müssen wir noch mal gucken. Es waren die Rumänen. In der Bildmitte. Die Rumänen scheiden also als Einzige aus. Die Russen sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Aber ich denke, insgesamt, um ein Resümee zu ziehen, Andreas Ihle, wir können sehr zufrieden sein mit dem heutigen Tag. Wir haben keine Mannschaft der Deutschen gesehen, die ausgeschieden ist. Einige haben es sofort